Ein Sicherheitsunternehmen informierte am Montagmorgen gegen 9 Uhr die Polizei, dass sich ein gestohlenes Fahrzeug auf der A44 in Fahrtrichtung Kassel befindet. Der 7er BMW war mit einem speziellen Ortungssystem ausgestattet und konnte im Bereich Rasthof Bühlheck geortet werden. Die Polizei setzte daraufhin mehrere Streifenwagen ein, die sehr schnell das Fahrzeug ausmachen konnten. Offensichtlich erkannte der Fahrer, dass er entdeckt wurde und setzte seine Fahrt mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometer fort. Vermutlich wollte der Fahrer dann die Autobahn an der Abfahrt Wilhelmshöhe verlassen, was ihm jedoch zum Verhängnis wurde. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit bekam er die Kurve nicht, fuhr geradeaus über eine Grünfläche, überfuhr die Auffahrt zur A44, durchschlug die Leitplanke und kam dann in einem angrenzenden Gebüsch zum Stehen. Polizeibeamte fanden dann den bewusstlosen Mann außerhalb des Fahrzeuges. Der Fahrer wurde bei diesem Unfall schwer verletzt und musste nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle unter polizeilicher Bewachung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei später mitteilte, wurde das Fahrzeug in Frankreich nahe der belgischen Grenze von seinem Eigentümer als gestohlen gemeldet. Zunächst war nicht klar, ob der Fahrer alleine unterwegs war. Weil wir am Anfang zunächst vermuteten, dass weitere Insassen im Fahrzeug waren, wir konnten es zumindest nicht ausschließen, haben wir Fahndungsmaßnahmen nach zu Fuß flüchtigen Personen eingeleitet. Bisher konnten wir niemanden antreffen. Aus diesem Grund suchte die Polizei mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und einem Hubschrauber das Gelände weiträumig ab. Die Polizei hatte auch eine Rundfunkwarnmeldung herausgegeben, in diesem Bereich keine Anhalter mitzunehmen. Die Suche wurde aber mittlerweile ergebnislos eingestellt.